Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Jo von den Killerpilzen und habe heute ein sehr interessantes Gespräch mit Bernhard vom Roten Stuhl. Auf dem Roten Stuhl. Und hoffe natürlich, dass ihr hier auch ein paar neue Sachen über die Killerpilze und mittlerweile 15 Jahre Bandgeschichte erfahrt. Viel Spaß mit diesem Interview. Jetzt hier. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf dem Roten Stuhl. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die heutige Geschichte, die es unbedingt zu erzählen gilt, ist an Verrücktheit nicht zu überbieten. Da sieht man wieder mal, was unser geliebtes Musikbusiness alles für schöne Storys parat hält. Und sie wird erzählt von Jo von den Killerpilzen. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, Jo. Man kann es nicht oft genug betonen, eure Bandgeschichte. Ihr seid blutjung. Das Ganze hat 2002. Also wir haben zumindest das Gefühl, wir sind blutjung. Ja. Witzigerweise, weißt du, was ich mir so gedacht habe im Vorfeld ist, ihr mit 30 jungen Lebensjahren beginnt ihr... Noch nicht mal 30. Beginnt ihr schon quasi die zweite Karriere wieder, kann man so sagen. Ja. Wo andere erst dran arbeiten, überhaupt einmal an einer ersten Karriere zu basteln. Ne? Ja, es ist verrückt. Also es fühlt sich echt so an, dass man erstens mal schon eine Karriere hat irgendwie. Das finde ich eh schon immer was Schönes, weil ich bin großer Fan von Leuten, die irgendwie ja, eine Karriere haben und nicht nur so ein Strohfeuer am Musikmarkt oder wo auch immer sind. Und ja, es fühlt sich trotzdem auch irgendwie wie ein Neuanfang und auch ein Abschluss an. 15 Jahre Band ist schon eine Weile. Ja, für mich bezeichnend, da gibt es jetzt gerade das Musikvideo zum Kinofilm. Da gibt es eine Szene, wo ein ich glaube, Fabi hält das Schild in die Höhe, was auch euch gibt es immer noch, yeah, so quasi. Yeah. Ich habe mir so gedacht, das ist wahrscheinlich für euch jetzt auch so ein Satz, der euch jetzt irgendwie begleitet die ganze Zeit. Ne? Also diesen Satz, was euch gibt es immer noch, den haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr oft gehört. Und nein, auch irgendwie zu Recht, wenn du halt natürlich nicht im Mainstream stattfindest, wo du mal stattgefunden hast, dann ist es für die Leute auch irgendwie komplett weg. Und jetzt mit unserem Kinofilm merkt man schon so, okay, da ist jetzt eine größere Aufmerksamkeit da. Und auf einmal sagen die Leute, ach krass, die gibt's wieder, das große Comeback. Ja. Obwohl wir die ganzen letzten Jahre ja auch Platten gemacht haben. Ja, aber so ist es halt. Und ich glaube, die Geschichte, die werden wir heute mal ausführlich beleuchten. Ja, genau. War eigentlich, also ich erinnere mich im Film, ich durfte ihn ja schon sehen, gab es eine Passage, wo durch den Tod eures Vaters so ein Jahr Pause war. Kann man da sagen, dass die Band damals eigentlich nicht existiert hat, irgendwie auf eine Art und Weise? Also auf jeden Fall war das schon so ein großer Einschnitt. Also das hat uns alle komplett getroffen, also natürlich vor allem Fabi und mich als Betroffene direkt. Nach diesen Jahren voller Rausch und Hype und Europa-Tourneen und goldenen Schallplatten und ausverkauften Hallen war das wirklich ja, ein Bremsklotz natürlich. Ja. Also das musste man erstmal verarbeiten, wobei Pause ist immer so ein Wort im Killerpilze-Kosmos, das gibt es eigentlich gar nicht. Also wir haben natürlich dann auch relativ bald wieder angefangen Musik zu machen, weil es halt einfach nur das ist, was wir können und was wir machen wollen. Es war eher so auf privater Ebene natürlich mal der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, man orientiert sich jetzt auch mal woanders hin, man macht den Raum auf, man zieht vielleicht mal um, raus aus Dillingen an der Donau, wo wir ursprünglich herkommen, nach München, das waren so die Schritte. Aber auf Bandseite hat es eigentlich ja, gut getan natürlich auch, weil man einfach als Freunde nochmal zusammengerückt ist und dann ab dem nächsten Moment halt Songs wieder geschrieben hat. Mit der Musik kann man ja auch viel auch vergessen oder auch verarbeiten und ausblenden dann auch. Absolut, ja. Also das ist auch passiert und das war auch wichtig. Also ich meine, Musik war schon immer ein Ventil für uns, die Erfahrungen, die wir machen, zu erzählen. Und früher war es halt die Schulhofliebe und die erste Freundin und die blöde Lehrerin. Wir haben ja als Teenie-Punkrock-Band angefangen. Und klar, mit der Lebenswelt, mit der eigenen, verändern sich natürlich auch die Texte und alles, was man aussagen kann. Ja. Es war ja extrem früh, dieser Erfolg, der euch passiert ist. Also du warst 13. Also mit 13 haben wir die Band gegründet und dann so mit 15, 16 ist auf einmal das Fass explodiert. Ja. War das zu früh im Nachhinein betrachtet? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also geteilt vielleicht. Also
Einerseits denkt man sich, boah, wenn ich jetzt Mitte 20 diesen Erfolg hätte, dann kann ich das vielleicht mehr genießen, einfach aus dem Grund, weil man halt mehr Sachen ausprobieren kann, die man mit 16 noch nicht machen darf. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, haben wir damals schon alles mitgenommen. Also wir haben diesen Rock'n'Roll-Traum wirklich auch gelebt. Und ich meine, das ist natürlich Wahnsinn, wenn du deine Band gründest mit 13 und du stehst in einem Proberaum, der mit Eierschachteln beklebt ist. Und dann 3 Jahre später passiert alles, was man sich wünscht. Also ich meine, alles, was du je in den Biografien und in den Filmen deiner größten Helden gesehen hast, passiert. Frauen im Überfluss und du kommst überall hin, ausverkaufte Konzerte und du kannst von deiner Musik leben und du hast auf einmal Aufmerksamkeit und du machst es einfach mit deinen besten Kumpels, du bist in der Band und das ist einfach Wahnsinn. Und meinst du das Gefühl, alles läuft von selber irgendwie, gell? Ja, alles. Auf jeden Fall, es gibt schon so eine Dynamik, wenn man einmal in diesem natürlich Becken dann auch drin ist und einfach medial ganz viel passiert, dann ist es schon so, dass man da einfach das mitnimmt und dass es dann auch läuft, ja. Mhm. Und dann auf einmal mit dem Gefühl, alles läuft von selber, kommt diese Hacke von hinten. Ja. Die also Plattenfirma springt ab, vorher noch auf den allen Bravos Titelseiten und so. Ja, es war auf jeden Fall für uns als Band schon ein schwieriger Moment. Also da irgendwie diese Keule zu bekommen, aus unerklärlichen Gründen damals für uns. Jetzt rückwirkend betrachtet macht es natürlich Sinn, die Zahlen haben irgendwie nicht mehr gestimmt und so weiter. Aber damals in diesem Hype war es auf jeden Fall krass. Ich habe da Interviews dann gelesen, wo ich schon rausgemerkt habe, die erste Reaktion von diesem, dass der Major-Deal dann zu Ende gegangen worden ist, kann man ja sagen, ja. Die waren sehr emotional. Also da hat man bei euch auch schon gemerkt, dass da eine gewisse Enttäuschung ein Ärger auch mitschwingt. Absolut. Ne? Also wir waren auch enttäuscht und es ist teilweise heute noch enttäuschend, wenn man sieht, wie Leute auf einen reagieren, weil man halt zum Beispiel diesen Bandnamen hat. Also es ist schon so, dass wir uns immer mit vielen Vorurteilen natürlich konfrontiert gesehen haben. Und das hat es nicht leichter gemacht. Aber auf der anderen Seite jetzt auch unser Film erzählt ja genau diese Geschichte, weil wir gesagt haben, wir gehen diesen Weg halt zu unseren Bedingungen. Und wir verbiegen uns nicht und wir benennen uns auch nicht um. Und machen nichts, was der normale Markt von der Band fordern würde. Es ist einfach so, viele Medien haben uns damals groß gemacht, als Teenie-Band. Und 2 Jahre später haben sie gesagt, wir berichten nicht mehr drüber, weil es eine Teenie-Band ist. Und das ist halt so der Markt. Und da muss man sich als Band einfach auf das besinnen, was man machen will. Und das ist Musik machen, das ist Live-Spielen, unterwegs sein. Und dann stößt man die Tür für neue Wege auf. Mhm. Ich war ganz fasziniert, dass, wie du vorher gerade erwähnt hast, der Kinofilm 100% ehrlich auch sagt, oder wo ihr sagt, hey, wir fangen eigentlich wieder von null an, ja, haben da Bock drauf. Weil ich sage mal, im großen Rock'n'Roll-Business würde man ja normalerweise nicht zugeben, dass man eigentlich wieder von vorne beginnt. Ne? Ja. Da würde man irgendeine Story drumherum erfinden oder keine Ahnung. Also die Storys gab es ja alle, also die wurden uns ja auch alle nahegelegt. Von Auflösung und ihr kommt irgendwann wieder zurück, ja, bis benennt euch um, bis nehmt eine ABBA-Coverplatte auf, ja, also war ja alles dabei. Ja, also was für euch niemals in Frage gekommen wäre. Natürlich nicht. Also wir haben gesagt, wir machen das Ding mit unseren Bedingungen. Wir schreiben Songs und wir verstecken uns auch nicht vor unserer Geschichte. Also wir sind wirklich stolz darauf, dass wir die Möglichkeit hatten, so früh Erfolg schon zu haben und das mitzunehmen. Und ich meine, wie gesagt, einfach auch so reinzustolpern. Wir waren einfach Kinder. Mhm. Wir waren Jungs mit 16, die sich eine Gitarre geschnappt haben, 2 Jahre davor. Und auf einmal stehen die vor Tausenden von Menschen. Und das war natürlich wunderbar, so schön. Und trotzdem sagen ja Leute immer, ja, schämt ihr euch dafür, dass ihr eine Teenie-Band wart? Ganz im Gegenteil, ich bin sau stolz, dass wir 2-mal auf dem Bravo-Cover waren. Aber ich kann das halt jetzt auch mit 10 Jahren Abstand einfach als einen Teil der Karriere begreifen. Und für eine Karriere, also wir haben ja vorhin schon kurz angedeutet, was eine Karriere ausmacht, das sind einfach ganz viele verschiedene Bauteile und Phasen und Alben und Zeitabschnitte. Und nicht nur, das war meine Teenie-Band, das ist denen vielleicht peinlich, ganz im Gegenteil. Also das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Geschichte, aber wir haben ja auch noch viel vor. Hm. Habt ihr eigentlich damals so, bei Tokyo Hotel hat man dieses Phänomen ja
dann auch beobachtet, dass das irgendwann auch dann irgendwie verarscht wurde, jetzt blöd gesagt, oder ins Lächerliche gezogen. Und sie hat damals, die Zeit war ja relativ kurz eigentlich, dieser Riesenhype. Mhm. Sie hat da mit dem, wurdet ihr da auch schon konfrontiert, dass da auch... Also auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten natürlich extrem viele Fans und Bewunderer, natürlich auch größtenteils weiblich damals. Also bestimmt 95% unserer Zuhörerinnen waren natürlich weiblich. Und da zieht man natürlich gerade als 16-Jähriger sicher auch Spott auf sich. Weil dann irgendwie die Jungs sagen, oder gerade auch Leute aus der Szene, aus der wir gekommen sind, wir sind ja aus so einer Art kleinen Punk-Szene entsprungen, die sagen natürlich dann auf einmal, hey, das ist uncool, das hören nur noch Mädchen, das ist eine Teenie-Band und so weiter. Und da gab es schon viel, natürlich auch durch die sozialen Medien dann Hass. Aber muss man auch ehrlich sagen, wir haben das schon immer so für uns behandeln können, dass uns das jetzt nicht wirklich getroffen hat. Also natürlich ist es schöner, wenn alle das toll finden und sich alle auf was einigen können. Aber wir waren damals einfach auch ein sehr polarisierendes, ja, und streitbares, ja, Thema. Und ganz ehrlich, ich kann es Leuten teilweise auch nicht übel nehmen. Wir waren einfach in jeder Fernsehshow, auf jedem Cover. Wir waren in jeder Fernsehminute waren wir quasi präsent. Unsere Songs waren im Radio und man hatte schon teilweise wahrscheinlich so ein Overkill. Mhm. Also es war überall Killerpilze, Killerpilze, Killerpilze. Und dass da Leute mal genervt sind, kann ich nachvollziehen. Ich bewundere ja jetzt eure Energie, dann wirklich das nochmal weiter durchzuziehen. Und das ist schon echt, ist faszinierend. Ist auch ein Kraftakt. Ja, das glaube ich. Also ist auf jeden Fall ein Kraftakt, aber der einzige Weg. Rock'n'Roll ist der einzige Weg. Das war für uns immer so. Wir haben gesagt, wir wollen live spielen und davon leben. Und ja, die Energie ist auf jeden Fall auch was, was wir drei einfach auch hochhalten. Das würde nicht funktionieren, wenn es nur einer macht oder zwei, sondern es brauchen alle drei. Ja. Und wir haben einfach ja, immer uns auf dieselben Ziele einigen können und immer die gleichen Gefühle gehabt und uns auch oft selber therapiert so mit allem, was passiert ist. Auch in der wirklich schwierigen Zeit, eigenes Label, Aufbau und so weiter. Und diese Energie, die muss einfach hochgehalten werden. Weil wenn da einer sagt, er kann nicht mehr, dann nimmt man da Rücksicht und dann muss man eine Pause machen. Aber das war bei uns eigentlich immer klar, okay, es gibt nur einen Weg und der ist nach vorne. Ja. Und es ist auch echt schön zu sehen, dass das Früchte trägt. Auf die Attribute, die damals quasi ausschlaggebend waren, Teenie-Band, man sind die süß, ganz junge Burschen und so. Und wenn man jetzt die zweite Karriere aufbaut, auf das kann man sich eigentlich natürlich nicht mehr verlassen. Das heißt, es zählen natürlich ganz andere Werte jetzt, natürlich, an denen, also ich hoffe, man heute gemessen wird. Ich hoffe, die Mädels finden uns immer noch ganz süß. Ich gehe davon aus. Also das ist auf jeden Fall natürlich, es hat sich nie verändert. Aber klar, wenn man irgendwie in diesen Medien stattfindet, dann werden diese Attribute natürlich auch auf einen zugeschnitten. Und dann wird halt eine Teenie-Band vermarktet. Es geht wirklich um Vermarktung. Und das Schöne damals, so empfinde ich auch rückwirkend, war einfach, dass wir uns trotzdem nie vermarkten haben lassen, sondern immer eine Haltung hatten. Wir haben immer unsere eigenen Songs geschrieben, wir haben uns da nie reinquatschen lassen. Und auf so einem Bravo-Cover zum Beispiel, da musste ernsthaft wochenlang drüber gestritten werden, ob wir da überhaupt draufkommen. Weil wir als Band gesagt haben, wir machen das nicht, das ist uns zu uncool. Und dann hat der Chefredakteur von der Bravo angerufen, der Chef von Universal, damals noch beim Vater von unserem Gitarristen, der Manager war. Und da wurde sich gezankt und am Ende waren wir dann auf dem Bravo-Cover, aber halt mit unseren Bedingungen, da hat sich dann jeder so hingestellt. Und zwar das ganze Covershooting, sodass einfach ein Bild genommen werden musste. Und das war halt so unsere Form der Rebellion damals, weil wir einfach auch nicht so ganz gewusst haben, wie passen wir jetzt da rein. Wir kommen irgendwie aus einer Szene, die aus einem Jutze-Punkrock, also Jugendzentrums-Punkrock-Bereich kommt. Wir haben unsere eigenen Songs geschrieben und dann stolpert man binnen 3 Monaten in so eine, ja, große Musikindustriewelt mit allem, was es so gibt. Und natürlich muss man da erstmal austarieren, wie man so reinpasst. Und als 16-Jähriger oder 18-Jähriger rebelliert man natürlich auch hier und da. Und das war, glaube ich, für uns damals auch ein ganz großer Punkt. Und danach auch ein großer Punkt, nachdem der Plattenvertrag weg war, uns erstmal abzugrenzen. Quasi wirklich abzugrenzen von, oh, wir waren eine Teenie-Band und wir müssen jetzt besonders harte Musik machen und wir müssen uns musikalisch besonders hervortun und ausprobieren und all das.
um jetzt an den Punkt zu kommen, und da bin ich sehr, sehr happy, dass wir jetzt 10 Jahre später einfach wirklich gelassen da sitzen können und sagen, das ist ein Teil unserer Geschichte und dass man einfach nicht mehr sich abgrenzen muss, sondern einfach sagt, hey, es war geil so, wie es gekommen ist. Und klar, musikalisch und so weiter war klar, irgendwann zählt es nicht mehr, ob man jetzt der süße Typ auf der Bravo ist, sondern wir mussten liefern. Mhm. Und das machen wir seitdem spätestens. Mhm. Das ist auch das, was ich mir so gedacht habe, weil du die Gelassenheit von heute ansprichst, wo ich gefragt habe, ob es zu früh war, ob man solche Hypes nicht mit der Gelassenheit von heute vielleicht sogar mehr genießen könnte. Ne? Auf jeden Fall. So gedacht. Also, ich glaube, es ist mit 16 wie so ein Film an einem vorbei. Es ist ein Film und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell sich Menschen an bestimmte Zustände gewöhnen können. Egal, ob das jetzt Erfolg, ausverkaufte Shows, die Frauen liegen dir zu Füßen, du kriegst überall Freigetränke, du bist auf allen Aftershow-Partys. Wie schnell man sich an sowas gewöhnt, obwohl man davor noch nie was mit dieser Welt zu tun hatte. Aber im Umkehrschluss auch, wie schnell man sich wieder dran gewöhnt, man wird auf der Straße nicht mehr angesprochen. Man wird nicht mehr von Hunderten von Menschen umringt, wenn man ins Kino gehen will. Das sind alles Dinge, auf die man sich sehr, sehr schnell einstellen kann. Aber ich rückwirkend fast ein bisschen erschreckend, wie schnell wir dann einfach diesen Erfolg auch so fast schon als selbstverständlich angesehen haben. Aber was macht's denn mit dem Menschen? Das frage ich mich immer. Weil mit 16 sowas zu erfahren, kann manchmal ein ganzes Leben positivst oder negativst beeinflussen. Weil ich meine, das ist ja wie eine Droge. Ja, muss man ehrlich sagen. Es ist eine Droge. Also und ich meine, im Kinofilm, das war interessant für mich auch so dieses, wir wollen die größte Rockband Deutschlands werden. Ist das auch vielleicht irgendwas, was daher schürt, dass man das einfach schon mal erlebt hat? Und dass man diesen Spiegel an Droge, Erfolg irgendwie wieder herbeiführen möchte? Also Erfolg ist ja immer Ansichtssache. Erfolg könnte ich jetzt für mich im Moment nicht definieren nach irgendwie Verkaufszahlen, weil sich da zum Beispiel einfach das alles komplett verändert hat. Aber klar, wir sagen in dem Film, wir wollen die größte Rockband Deutschlands werden. Das ist einfach erstmal ein schönes Ziel. Das ist einfach was, sag ich mal, so den Spirit auch unserer Band ausmacht, wo wir sagen, hey, wir haben einfach einen Traum. Und für mich ist Erfolg einfach, wenn ich mich als Medium auf einer Bühne sehen kann und den Leuten irgendwie auch vermitteln kann, dass man an seine Träume glaubt und dass man diesen Weg auch geht. Und manchmal ist der hart. Aber klar, wenn man einmal am Nektar des Erfolgs genascht hat, dann ist es, glaube ich, schon so, dass man zumindest nicht vergisst, wie es war, sagen wir mal ja, so. Ja. Man vergisst nicht, wie es war. Es ist, wie du schon sagst, wie eine Droge. Und es kann sein, ich habe das für mich auch noch nicht so ganz ergründet, ob wir vielleicht da ein bisschen erfolgssüchtig geworden sind. Was aber ja in der Rückblende jetzt, was die letzten 7, 8 Jahre angeht, komplett blöd wäre zu sagen, wir wären erfolgssüchtig, weil wir sind teilweise rumgefahren, haben vor 20 Leuten ja gespielt und haben irgendwie wirklich es auf die ganz harte Tour wieder gelernt. Das hat mich echt fasziniert. Wenn man sowas schon gesehen hat, dass man sich das wieder antut. Das echt mit den Kauf nimmt. Ja? Es ist tatsächlich so. Also es gab wirklich Konzerte vor Jahren, wo Leute hergekommen sind und gesagt haben, mir tut es selber fast schon leid, dass so wenig los ist. Was passiert da? Und das ist, glaube ich, eine spannende Gleichung, zu sagen, okay, man hatte diesen Erfolg und man hat auch ein Ziel und man geht darauf hin wieder zu, aber halt mit anderen Schritten, mit kleineren Schritten. Ich würde mich jetzt nicht erfolgssüchtig bezeichnen, aber mir hat es schon sehr gut gefallen. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn man natürlich für das, was man macht, Musik und irgendwie diesen Weg, den man geht, auch eine Rückmeldung bekommt, eine Aufmerksamkeit bekommt. Und dass uns das einfach jetzt in den letzten 2 Jahren mit unserem aktuellen Album zum Beispiel oder jetzt auch mit diesem Film wieder passiert, das ist einfach schön. Ja. Also es ist einfach. Und ich muss auch ehrlich aus tiefstem Herzen sagen, wir haben es einfach verdammt nochmal auch verdient. Ja. Also wir sind einen Weg gegangen, wo, würde ich sagen, 90% der anderen Bands gesagt hätten, hey, es war schön, wir haben das mitgenommen und jetzt lassen wir es gut sein. Ja, genau. Und die Energie bewundere ich extrem. Und für uns ging es eben nie um dieses, wir haben einmal was erreicht und 150.000 Alben verkauft, sondern es ging immer um mehr. Es ging darum, Musik zu machen. Und das
als Karriere auf lange Sicht. Und ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man sagt, eine Karriere hat halt auch mal Tiefen. Und die muss man durchstehen. Und das, da bin ich einfach stolz, dass ich da auch zwei Freunde bzw. Brüder in der Band habe, die diesen Weg auch immer so für sich verstanden haben. Da merkt man eine extreme Einigkeit bei euch immer in dem Dreier gespannt sogar. Drei. Wir leben lang, denn wir sind drei. Ja. Ja, das ist, da hat sich was gefunden, was einfach sehr gut passt. Und ich glaube, deswegen kann man auch einfach sagen, das ist so ein Lebensprojekt. Ich möchte niemals sagen, dass das vielleicht in 10 oder 15 Jahren so ist, aber bisher war es das, die letzten 15 Jahre. Und es war wunderschön, diesen Weg zu gehen. Und ganz ehrlich, wir haben auch die Pubertät zusammen durchgestanden und ganz viele andere Sachen. Und das ist schon geil, in so einer Band zu spielen. Ich habe das mit dem, was das mit einem macht, bewusst angesprochen. Weil zum Beispiel, ich merke das auch bei YouTube so, gell? Dann hast du auf einmal Zahlen, die werden immer höher und höher. Und das macht einfach was mit das einem. Das macht, also und dann du erhöhst immer die Dosis. Genau, die Dosis wird immer höher. Klar. Darum habe ich das jetzt auch angesprochen. Also weil das, und dann, wenn ich das dann, ich bin jetzt 41, wenn ich das auf 16 umlege, wo du ja dieses Werkzeug der Lebensreife noch nicht, natürlich nicht so parat hast. Ja, vieles ist uns auch erst... Was das macht mit einem so. Also ich glaube, damals war es einfach wie so ein großes Spiel auch. Man macht ja alles zum ersten Mal auch. Man fährt los und auf einmal steigt man in den Nightliner ein. Und auf einmal fährt man nach Berlin und dann wacht man da auf, obwohl man davor noch nie in Berlin war. Und es stehen 600 Fans um den Tourbus rum. Obwohl und kreischen. Das sind ja alles Sachen, die macht man wirklich zum ersten Mal. Und man stolpert so rein und dann nimmt man es eben an. Und dann kommt das Nächste, dann kommen die ausverkauften Konzerte. Und dann geht man das erste Mal auf eine Party und dann spricht dann das erste Mal irgendein anderer berühmter Künstler an und was weiß ich, ich weiß noch ganz genau, als wir Rod von den Ärzten getroffen haben oder Bela B. und der uns erkannt hat. Das Wahnsinn, waren ja unsere größten Heroes. Ja. Und auf einmal steht der da Backstage und sagt, hey, du bist doch der von den Killerpilzen. Und ich meine, da rutscht dir das Herz in die Hose und du denkst, das kann nicht wahr sein. Und das spinnt sich immer so weiter. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du entweder dich mal zurückziehst und das für dich selber reflektierst oder wo du ausgebremst wirst. Und ich glaube, die Zeit ist dann sehr wichtig, aber die kann auch kritisch sein. Also wenn du, ich bin da sehr froh, dass wir damals auch ein Umfeld hatten und dass wir irgendwie wussten, okay, wir gehören dahin und wir können das irgendwie selber für uns verarbeiten. Aber das war schon schwierig und da ist die Gefahr abzustürzen natürlich da. Kann man sagen eigentlich, dass das damals passiert ist oder gab es da Leute im Hintergrund, die wirklich bewusst drauf gearbeitet haben? Also ich weiß schon, dass wir damals zum Beispiel extrem viel mal gesoffen haben. Da gab es einen Sommer, da bin ich glaube ich 18 geworden. Da war natürlich jedes Festival großer Wodka-Bull-Alarm. Also ich meine jetzt auf den Erfolg hin. Ach so, auf den Erfolg hin. Ich wollte darauf hinaus, dass es da auf jeden Fall schon Leute gab, die immer drauf geschaut haben, natürlich, wenn irgendwie Sachen aus dem Ruder gelaufen sind. Zum Beispiel unser Management damals. Auf den Erfolg tatsächlich gar nicht. Also es gibt, glaube ich, Leute, die, wie zum Beispiel unser erster Manager, das war der oder ist der Vater von unserem Gitarristen gewesen, der ein Potenzial erkannt hat. Aber es war nie so, dass uns irgendjemand wo reingedrängt hätte. Es war wirklich sehr, sehr schön, wie das gewachsen ist. Weil ich glaube, sonst hätte auch keiner von uns Bock drauf gehabt. Das kam einfach eins zum anderen. Und wir selber hatten halt immer so diesen Drive, wir wollen natürlich Konzerte vor Leuten spielen. Und wir wollen natürlich vielleicht einen Plattenvertrag, was auch immer das bedeutet. Deswegen haben wir dann angefangen, unsere eigenen Pressetexte zu schreiben und uns selber auf Konzerte einzuladen und halt einfach wirklich so diesen Do-it-yourself-Weg von Tag 1 an gegangen. Und da ist dann halt einfach eine Dynamik entstanden von Leuten, die das gut gefunden haben. Und dann ist so ein Rad ins Rollen gekommen. Cool. Ja, also das war, aber es war nie erzwungen und das war auch das Schöne. Ich glaube eher, dass wir es dann später erzwingen wollten, wieder da hinzukommen. Und sich dann davon freizumachen, das ist... Das schlägt vielleicht auch ein bisschen in die Kerbe, gell? Dass man einfach da dranbleiben möchte. Ja, ne? Ja, voll. Also unendlich viele verkaufte Platten, das sind ja auch so Messfaktoren, die will man... Da hast du ein Album, das ist sofort in die Charts eingestiegen. Dann kommt das 2007er Album und man merkt schon, obwohl die Zahlen noch immer großartig waren eigentlich, total, aber nicht mehr wie der Vorgänger und so, ne?
Ja, ja, also das. Man wird ja nur gemessen die ganze Zeit, gemessen, wenn du einmal so oben es warst. Ist eine, ne? Es ist natürlich auch eine Industrie. Also ich kann es ja nicht mal verteufeln, das ist einfach so. Aber mir ist halt auch wichtig, oder uns allen war immer wichtig, zu sagen, hey, da ist halt auch Herzblut dahinter und da stehen auch Menschen dahinter. Und zum Glück gibt es extrem viele Leute, die uns auch ohne einen großen Plattenvertrag einfach auf diesem Weg begleitet haben und uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen im 15. Band. Ja. Es hätte auch sagen können, dass sich alle abkehren. Also es sind natürlich, hatten wir damals extrem viele Mädelsfans, die dann in dem Alter waren, wo sie sich dann anderweitig umorientieren und auf einmal andere Bands hören. Und man ist ja extrem sprunghaft in dem Alter, das weiß ja jeder von sich selber. Also man bleibt. War das ja quasi ja auch der Grund der Entscheidung für die Plattenfirma, mehr oder weniger? Ich glaub, im Nachhinein, glaube ich, ist das relativ deutlich rausgekommen. Ja, also wie gesagt, das Marktumfeld hat sich geändert, das, ist, also, das hat man uns gesagt. Und natürlich ist es einfach so, dass ja, viele Fans sich umorientiert haben. Und dann hat man angefangen, oder haben wir angefangen, halt uns diesen harten Kern an Fans einzusammeln. Sind das jetzt viele neue, die da auch dazukommen? Oder sind das alte, die man quasi, die dann mit dem Schild, hey, die gibt es ja immer noch quasi, die man so wieder reaktiviert? Oder sowohl als auch. Beides, ne? Ja. Wirklich sowohl als auch. Also wir haben natürlich Fans, die damals jung waren, sehr jung, und die jetzt 10 Jahre später sagen, ey krass, ich habe euch wiederentdeckt. Ich habe jahrelang nichts von euch mitbekommen, jetzt seid ihr da und ihr macht immer noch Musik und das bedeutet mir super viel. Es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass wir, oder wir haben das nur am Rande mitbekommen, dass wir mal irgendwie Teenie-Stars waren. Mhm. Die sind dazwischen halt mit irgendwelchen Alben aufmerksam geworden, fanden die Musik gut und begleiten uns seitdem her. Und das Schöne ist, jeder kennt den Namen Killerpilze, jeder hat das schon mal gehört und deswegen gibt es einfach immer Anknüpfungspunkte und ich kann dir nicht sagen, wer unsere Zuhörer sind. Es sind auf jeden Fall Leute, ja, logisch, mit einem extrem guten Musikgeschmack. Zu schätzen, ne? Aber ja. Das ist, also wir haben auch irgendwie nie hinterfragt, wer kommt jetzt da dazu, wer ist neu, wer ist alt, sondern das hat sich einfach auch entwickelt. Wir hatten ja auch jahrelang gar nicht die Möglichkeit, auf großen Rockfestivals zu spielen, weil wir eben eine Teenie-Band waren. Und als dieser Punkt dann irgendwann überschritten war, hat man halt gemerkt, boah, Wahnsinn, was da einfach Leute vor die Bühne kommen, die einfach nur unseren Namen lesen. Und wir spielen da um 14 Uhr auf der Nebenbühne und da stehen Tausende von Menschen und sagen, die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, was die so können, ob die gut sind. Ja. Und dann bist du da, das ist einfach Wahnsinn. Und ich glaube, es war ganz oft so, dass viele Leute diese Kluft zwischen, was wirklich passiert, also vor wie wenig Leuten wir teilweise zum Beispiel sogar live gespielt haben oder wie groß die Anstrengung gerade ist versus Außenwirkung, was die Leute gedacht haben, was bei uns los ist. Ich meine, wir waren die Killerpilze, wir waren überall präsent. Die haben wahrscheinlich gedacht, wir sitzen auf unserem Landhaus in Frankreich. Ja, machen einmal so und ja, genau. Alles läuft von selbst. Und das ist natürlich, das war uns, glaube ich, schon viele Jahre auch ein Stein im Weg, dass die Leute immer dachten, ach, cool, die gibt's schon auch, aber da geht man eh nicht aufs Konzert, weil das ist ausverkauft oder so. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was die Leute denken, wenn man im Fernsehen ist. Also ich habe früher schon Kumpels gehabt, die sind hergekommen und gesagt, du musst ja in deinem Leben lang nicht mehr arbeiten und so. Ja. Weil du warst jetzt im Fernsehen. Das ist ja diese große Lüge der heutigen Zeit, was die Leute glauben, dass eben Fernsehen, Radio, wenn du bist, dass du, das ist gleichbedeutend mit Reichtum und ausverkauften Häusern. Gibt ja oft heute diese Phänomene, Castingshow-Gewinner, Tour wird abgesagt, weil keine Tickets oder zu wenig Tickets verkauft. Oder man glaubt, der ist jetzt stinkereich. Ja, die heutige Zeit ist verrückt. Auf jeden Fall. Und ich meine, diese Sucht nach Erfolg und nach Liebe, ob das jetzt auf Instagram oder bei einer Castingshow ist, die wird ja immer größer, weil man es natürlich auch immer mehr mitbekommt. Ich meine, Instagrammer sind ja zum Beispiel die Popstars von heute, so gesehen. Also, und da gibt es ja auch wahnsinnig viele. Und deswegen kann ich das auch komplett nachvollziehen, wenn junge Leute, Mädels, Jungs sagen, hey, wir wollen jetzt auch diesen Erfolg. Aber ich glaube, also ich will mich jetzt auch unter keinen Umständen anhören wie so ein Opa. Also ich bin ja auch erst 28. Aber bei uns war halt immer so der Aspekt, es geht nicht um diesen schnellen Ruhm, es geht nicht um diese 15 Minuten. Ich will
was von Bestand schaffen. Ich will was von Dauer schaffen. Und einfach auch Mucke machen. Ich will Mucke machen und ich will irgendwann drauf zurückblicken und sagen, wow, ich war, wie gesagt, ich war da und ich habe was Bleibendes hinterlassen und nicht nur einen Instagram-Account mit 2 Millionen Followern. Ja. Das ist cool. Und wie gesagt, überhaupt gar nichts gegen diese Leute. Ich meine, die verdienen damit ihr Geld und das ist Wahnsinn, wenn man so sein Geld verdienen kann. Aber es ist halt ein ganz anderer Weg. Ja. Diesen Stempel einfach loszuwerden, diesen Teenie-Band-Stempel, ich glaube, das ist eigentlich so in den letzten Jahren wahrscheinlich das, wo man am meisten dran arbeiten musste. Ne? Einfach das aus den Köpfen der Leute rauszubringen. Ne? Ja, Wahnsinn, weil man war halt präsent als Teenie-Band und als wir dann die Aufmerksamkeit vielleicht gebraucht hätten, um quasi unseren Weg gehen zu können, da war einfach keine Breitenwirksamkeit da, da waren keine Mainstream-Medien. Und so gesehen ist einfach das kollektive Gedächtnis ein Stück weit auf dem Stand von 2006, 2007 stehen geblieben. Und mit größtmöglichen Anstrengungen haben wir natürlich versucht, Album für Album zu machen, Konzerte nach Konzerten. Und man sammelt sich dann halt Stück für Stück die Leute ein, die checken, ah, okay, da passiert was. Ja. Und ich sage immer, wir sind die Justin Biebers der Rockmusik. Und irgendwann kommt der Punkt, oder der Punkt ist jetzt auch erreicht, und auch mit diesem Film zum Beispiel, da merkt man einfach, da passiert was. Und dieser Aha-Effekt, der ist halt super zu beobachten für uns als Band, wenn Leute sagen, krass, die gibt's immer noch, schau dir die jetzt mal an. Ja. Ich höre mir jetzt mal die Musik an, ich gehe jetzt mal aufs Konzert. Und dann macht natürlich auch die Arbeit, die man so über Jahre hinweg gemacht hat, macht natürlich auch Sinn. Ja, mit eigenem Label jetzt mittlerweile und alles, ne? Ja. Auch super. Sicher cool, wenn man alles selber entscheiden kann. Ne? Hat natürlich nicht nur Vorteile, keine Frage, ist viel Arbeit und so. Ne? Es ist viel Arbeit, ja. Aber natürlich die Freiheit ist ja unbezahlbar. Ich erinnere mich an die, das kommt im Film auch vor, die Szene dann, wo letztlich musikalisch das Major-Label schon gesagt hat, ja, wir brauchen eigentlich eine Ballade, weil die verkauft sich gut. Und die eigentlich nur mehr so Dienstleister war es, mehr oder weniger, um die Zahlen hochzuhalten irgendwie, ne? Ja, ist schwierig. Also wenn es im Film so rüberkommt, dann ist es gar nicht mal ehrlich. Weil ich glaube, im Film ist es auch so, dass es heißt, wir hätten uns entscheiden können zwischen einer Rocksingle oder einer Ballade, die dann bedeuten würde, das konnte man ja damals tatsächlich so ein bisschen vorhersagen, die dann bedeuten würde, dass wir mit dem Album auch Gold also verkaufen würden, also 100.000 Platten. Und wir wollten eigentlich eine goldene Schallplatte. Also deswegen war die Entscheidung auch jetzt nicht so, dass man das uns aufgezwungen hätte, überhaupt nicht, sondern wir haben auch gesagt, hey, ist doch geil, eine goldene Schallplatte an der Wand. Wer will das nicht? Natürlich wollen wir das. Und ich bin auch sehr happy, dass wir damals so eine Entscheidung getroffen haben, weil das einfach musikalisch auch nochmal ein bisschen den Horizont aufgemacht hat und nicht nur dieses reine Teenie-Punk-Ding, für das wir damals einfach bekannt waren. Und ich meine, ich kann auch ohne dich, das war damals die Single, ist einer unserer bekanntesten Songs, immer noch. Und ja, jetzt hängt halt die goldene. Aber es kommt schon so ein bisschen rüber, dass die Zeit danach quasi vor allem musikalisch eine ganz wichtige Phase für euch war, um sich wirklich musikalisch die eigene Idee zu positionieren. Kompletter und so, ne? Befreiungsschlag. Ja. Also auch wirklich verrückte Musik gemacht. Das war für uns, 2011 haben wir ein Album rausgebracht, das war das zweite dann auf eigenem Label. Da war der Frust am allergrößten. Da war bei uns der Frust ganz groß. Wir haben nicht mehr die Aufmerksamkeit. Böse Musikindustrie. Wir müssen es alleine schaffen, wir wollen besonders hart sein, wir wollen den Leuten zeigen, dass wir unsere Instrumente beherrschen und so. Und da haben wir ein Album gemacht, das ist, ich sage immer gerne, es ist unser unterschätztes Album, auch wenn es textlich hier und da sicher Schwächen hat, aber da waren wir musikalisch wie von alleine gelassen. Da war wirklich Punk, Metal, Pop, Elektro-Übergänge, ganz viele Spielereien und so. Und das war für uns einfach so, wir machen, was wir wollen, wir scheißen auf alles. Und das ist natürlich eine Freiheit, die kann man sich auf eigenem Label nehmen. Das Album hätten wir nie bei irgendeiner großen Plattenfirma untergebracht. Obwohl wir natürlich versucht haben, nachdem wir gedroppt wurden, nochmal bei einer großen Plattenfirma reinzukommen. Aber ja, das ist ja nicht passiert. Ja. Aber das ist so ein Album, ja, da haben wir einfach gesagt, wir machen jetzt einfach zu 100% das, was wir wollen. Wir haben das Album damals nicht mal unserem Manager gezeigt, erst als es fertig war.
Und das, cool. Ja, da haben wir halt einfach so unser Ding gemacht. Ja, super, super. Der Grund, warum ihr ja jetzt in Wien seid, ist eben, dass ihr diesen Film, über den wir ja praktisch jetzt schon versteckt, mit versteckter Botschaft mehrmals gesprochen haben, Kinofilm echt sehenswert. Ihr promotet den gerade, wir sind in Wien. Das heißt, da gibt es jetzt ein bleibendes Dokument für die Ewigkeit, das eben die Geschichte, die wir auch gerade sozusagen auch erzählt haben. Für die Enkel. In schöner Bildform jetzt präsentiert. Genau. Ne? Ja, wir haben 15 Jahre Bildmaterial gehabt und wir haben letztes Jahr überlegt, was machen wir denn zu unserem Jubiläum? 15 Jahre ist ja schon irgendwie was Besonderes. Und nachdem wir letztes Jahr erst ein Album veröffentlicht haben, dann haben wir uns gedacht, nächstes Jahr probieren wir es mit einem Film. Also wir machen einen Film. Und wussten aber, dass wir das Material eben von David, der Regie geführt hat und auch gleichzeitig der Bruder von unserem Gitarristen ist, dass wir Material haben, weil er von Tag 1 an quasi uns als Band begleitet hat. Kann man echt froh sein drüber, ne? Ja, Wahnsinn. Ich meine, er hat ja auch mit 13 damals, als Max seine Gitarre bekommen hat, hat David die Kamera bekommen. Mhm. Und der war natürlich dann in diesem ganzen Bandgefüge immer involviert, mit auf Tour dabei und hat halt aus Spaß gefilmt. Und dass es jetzt dieses Material gibt, 15 Jahre irgendwie behind the scenes, also wirklich auch gerade die Momente, die gefilmt wurden, wo er als Familienmitglied natürlich auch dabei war und wir nicht das Gefühl hatten, da ist ein Kameramann. Ja. Gerade die Momente, wo die normalen Kameras ausgehen, die sind halt jetzt mit in diesem Film. Und ich glaube, das macht diesen Film auch wirklich spannend, weil man genau da auch sehen kann, wie war das denn, so jung erfolgreich zu werden? Wie war das, so jung erfolgreich zu sein? Und wie war es auch, als irgendwie dieses Kartenhaus kurzzeitig mal zusammengeklappt ist? Und da einfach diesen Blick wirklich reinzubekommen, das wollten wir möglichst spannend aufbereiten. Und wir sind selber mega große Musik-Doku-Fans. Also ich habe hier vorhin schon die Amy-Platte gesehen. Das ist für uns zum Beispiel so eine Doku, die wirklich prägend ist. Die ist einfach sehr cool gemacht. Die habe ich auch gesehen, ja. Und die ist auch sehr intim. Und es war auch irgendwie unser Aspekt zu sagen, hey, wir erzählen das ehrlich. Und wir haben ja dann noch andere Protagonisten mit im Film. Ob das jetzt Klaas Häufer Umlauf ist oder Felix von Kraftklub, Jennifer Rostock oder auch Plattenfirmenleute von damals. Alle sprechen ja auch so über dieses Phänomen Killerpilze und wie sie es die letzten 10 Jahre, 15 Jahre miterlebt haben. Und auch vielleicht auch heute mit dem emotionalen Abstand jetzt im Nachhinein betrachten. Genau. Ne? Auch also, nicht uninteressant. Ja, total. Und ich glaube, das ist auch, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir erstens mal die Leute bekommen haben für dieses Projekt, für diesen Film. Und dass wir darüber hinaus einfach auch mehr als eine reine Banddokumentation machen, sondern einfach auch so ein bisschen, ja, wie läuft denn das Musikbusiness? Und ich glaube, das schafft diese Doku streckenweise. Einfach, dass man einen Blick dafür bekommt, was passiert denn hinter den Kulissen, wie geht's ab und die Irrungen und Wirrungen, die halt so passieren. Ja. Und ich glaube, das ist da, spielt da alles mit rein. Also wir sind super happy und der Film wird hoffentlich noch viele Leute erreichen und von vielen Leuten gesehen. Und wir haben jetzt was wir unseren Enkeln irgendwann zeigen können und sagen, hey, dein Opa war richtig berühmt. Genau. Ja, diesen Plan B gab es denn irgendwann einmal? Weil irgendwann habt ihr dann ja zu studieren begonnen und so weiter, gell? Ja, also Plan B... War es schon einmal so an der Kippe, dass man... Wir wollten es eigentlich wahrscheinlich nicht so richtig, diesen Plan B. Aber natürlich hat man sich irgendwann mal Gedanken gemacht, als irgendwie der Erfolg ausgeblieben ist. Okay, wir schauen zumindest, dass wir uns ein zweites Standbein aufbauen. Und da hat jeder von uns studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert. Ja. Fabi hat Filmproduktion studiert und Max, unser Gitarrist, hat Gitarre tatsächlich studiert. Und das waren dann so ein, zwei, drei Jahre, wo halt jeder neben der Band einfach auch so seinen privaten Weg einfach ein bisschen gegangen ist, was aber für uns als Band seitdem unglaublich positiv ist, weil das alles zusammenfließt. Ob das jetzt ist, dass Fabi die Videos macht oder eben jetzt so einen Film mitproduziert. Ich teilweise in Jahren, wo wir kein Management hatten, selber das Management für die Band wieder übernommen habe. Also es war ja wirklich zeitweise ein richtiger Drei-Mann-Betrieb nur noch.
Und wir sind aber auch froh, dass wir das jetzt mittlerweile einfach abgeben können und dass unser Team wieder größer geworden ist. Weil es geht am Ende ums Musikmachen. Und ich habe keinen Kopf für Musikmachen, wenn ich den ganzen Tag Mails beantworten muss. Ja, sondern ich will mich dann eher mit Texten und mit Stimmungen beschäftigen und einfach im Studio abhängen und eine gute Zeit haben, weil darum geht's. Ja, also quasi mittlerweile ist man wieder auf dem Weg, dass das Ganze so eine Dimension annimmt, wie es vielleicht einmal gehabt hat, ne? Ach, Dimension, wie es damals war. Also wenn man es rein zahlentechnisch sieht, sicher nicht, sicher noch nicht. Wir gehen einfach Schritt für Schritt und wir merken, dass mit jedem Album mehr Leute auf die Konzerte kommen, dass wir mehr Platten verkaufen und so. Wir haben sicher gedacht, dass das viel schneller geht. Also als wir unser eigenes Label gegründet haben, weiß ich noch ganz genau, da haben wir gesagt, in 3 Jahren ist alles quasi super. Man könnte ja meinen, dass wenn man einmal so bekannt war, dass die Medien dann trotzdem irgendwie noch neugierig sind. Aber offensichtlich ist da eine derartige Ignoranz da, wenn es... Es ist... ich will sie ungern alle über einen Kamm scheren. Ja, ja, logisch. Also, die Feuilletons beschäftigen sich viel damit. Tatsächlich auch mit diesem Phänomen, diesem besonderen Weg auch. Und das merkt man jetzt auch mit dem Film. Da passiert schon was. Musikmedien sind ein anderes Thema. Also da gibt es solche und solche. Da gibt es auch ganz viele, die aus der Vergangenheit heraus sagen, wir beschäftigen uns mit diesem Thema nicht. Ich lasse es jetzt mal ohne Wertung da. Ich meine, wir haben es auch ohne Musikmagazine bisher geschafft und stehen jetzt hier und sind noch eine Band und spielen Shows. Deswegen, trotzdem würde es mir persönlich eine große Genugtuung geben, wenn aber auch mal Leute anerkennen aus der Musikbranche, dass wir eine Band sind, die mittlerweile einfach fest in der Szene verankert ist und die sich einen Namen gemacht hat und die man nicht wegignorieren kann. Aber so ist es halt. Ich meine, da sitzen halt einfach auch Menschen, sogenannte Gatekeeper, und die entscheiden, was durchkommt und was nicht. Und, nennt man die so, Gatekeeper? Das kommt aus meinem Kommunikationswissenschaftsstudium. Okay. Das sind die Leute, die quasi bestimmen, welcher Inhalt zum Beispiel in eine Zeitung kommt oder nicht. Okay. Und klar, das ist einfach auch oft eine subjektive Meinung. Ich meine, über unsere Musik kann man streiten. Das finden manche höchstgradig scheiße und die anderen finden es genauso geil. Und ich finde, dazwischen darf es auch nichts geben. Weil wenn was dazwischen ist, dann ist Musik belanglos und dann ist irgendwas verkehrt. Mhm. Und wenn es manche Leute gibt, die das halt nicht mögen, dann ist es auch okay. Das können wir für uns schon akzeptieren. Trotzdem, ich war schon immer so ein Typ, ich lese halt gerne Musikmagazine und ich beschäftige mich unglaublich viel damit. Und da eine Form von Anerkennung zu bekommen, die ist schön. Die ist genauso schön, wie auch ein Erfolg schön ist oder eine Anerkennung von anderer Stelle. Aber sie ist jetzt auch nicht überlebensnotwendig. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir es geschafft haben, eine Community aufzubauen, einen Fankreis, wenn man so will, oder einfach Wegbegleiter, die das schätzen, was wir machen, die das geil finden, was wir machen, die unsere Texte mitsingen und die das verstehen und diesen Traum einfach mit uns gehen und diesen Traum mit uns leben. Das ist am Ende wichtiger als jede Kritik. Und es gibt trotzdem auch viele Medien, die natürlich über uns berichtet haben, weil wenn wir komplett von der Bildfläche verschwunden wären, ich weiß nicht, ob wir es dann irgendwie... das ist halt noch schwieriger natürlich. Also wenn du keinen medialen Rückenwind in irgendeiner Form hast, dann geht natürlich alles unter. Und in Zeiten, wo jeder zu Hause an seinem Laptop Musik veröffentlichen kann, ist natürlich die Fülle an neuer Musik und jeder kämpft darum, dass er irgendwie ein Stück von dieser Aufmerksamkeit abbekommt. Ja. Der ist natürlich da, dieser Kampf. Ja. Jo, ich wünsche echt... Ich drücke so fest die Daumen, dass das super weitergeht. Also es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß im Moment und vor allem es geht wieder los und das ist geil. Ja, das ist echt auch geil. Vor allem, dass der Kinofilm viele Besucher hat. Ist ja auch wieder so ein Druck, ne, den man jetzt hat. Ne? Jetzt ist man im Kino, jetzt muss man Kinobesucher anziehen. Ne? Ach, Kinobesucher anziehen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, so ein Film ist so was Langfristiges. Natürlich ist es schön, wenn Leute ins Kino gehen. Ich meine, wir haben es tatsächlich... auch da schon wieder wohin geschafft, wo es irgendwie noch keine deutsche Musikdokumentation in diesem Ausmaß hingeschafft hat. Also wir sind auf Kinotour jetzt, wir waren jetzt oder sind gerade noch
in 20 Tagen in 30 Städten und Wahnsinn, zwar in den größten Filmtempeln, die es halt so gibt. Das ist auch Wahnsinn. Also es ist für uns als Band auch gerade eine Erfahrung, in diesen Popcorn- und Nacho-verseuchten Filmtempeln zu sitzen. Aber wir sind da und wir haben das irgendwie gerockt im eigenen Verleih. Und es ist echt, echt schön, dass cool. Das so funktioniert hat. Und jetzt gucken wir mal. Und danach gibt es ihn auf DVD dann. Den wird es sicher auf DVD geben und vielleicht sogar im Fernsehen, im TV. Schauen wir mal. Super. Also der wird schon noch irgendwo auftauchen. Ja. Jo, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke. Für diese schöne Geschichte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke vielmals, mir auch. An die Zuschauer zu Hause noch der traditionelle Hinweis, den gebe ich natürlich immer. Wir sind ein YouTube-Kanal, die Reihe auf dem roten Stuhl kann man abonnieren auf YouTube. Das würde mich freuen, wenn Sie das tun, denn wir haben immer die coolen Lebensgeschichten und die coolen Gäste auf dem roten Stuhl. Macht's gut zu Hause. Jo, danke schön. Servus. Bis bald. Danke. Ciao.